Ich möchte in der heutigen Session mit euch ein bisschen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, den Treiber weit zu schlagen. Zur Länge, wie wird man lang im Golf? Also wir brauchen im Prinzip zwei Sachen. Wir brauchen erstens einen besonderen Abflugwinkel, einen optimalen Abflugwinkel des Balles, und wir brauchen als Nummer zwei Ballgeschwindigkeit. Okay, und mehr braucht man eigentlich nicht, um einen Ball weit zu schlagen. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, wie die zwei sich zusammensetzen. Und zwar der Abflugwinkel des Balles wird hauptsächlich durch zwei Sachen diktiert. Und zwar erstens durch den sogenannten Eintreffwinkel. Ich gehe jetzt mal hier zurück, das hoffentlich können Sie mich sehen. Das heißt, ich möchte den Ball im Golf, wenn es geht, in der Aufwärtsbewegung treffen. Das heißt, der tiefste Punkt vom Schläger ist zuerst kurz vom Ball hier angekommen und dann geht er aufwärts, der Schläger. Das heißt, der Ball wird aufwärts getroffen. Wie viel aufwärts? Ist eine gute Frage. Wir sehen dann bei den Longhitter, öfters dabei ist, das sind durchaus Eintreffwinkel von 10, 11 Grad aufwärts nicht unüblich. Auf der European Tour sehen wir häufig Spieler, die auch abwärts schlagen, aber die sind so schnell mit der Schlägerkopfgeschwindigkeit, dass das nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Aber auf der Damentour zum Beispiel ist der Durchschnitt ungefähr 3 Grad aufwärts. Das entspricht ungefähr, dass der tiefste Punkt des Schwunges circa so 5 bis 10 cm vor Ball ist. Und dann kommt er erst in die Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir brauchen einen Eintreffwinkel. Und das ist also, ich tue das erstmal hier demonstrieren mit einem Stab, der nach oben zeigt. Also der Schläger schwingt aufwärts. Okay, und dann gibt es noch was Zweites. Und das ist der sogenannte dynamische Loft. Das heißt, wie ist der Loft im Treffmoment vom Treiber? Zeigt er hinauf, zeigt er hinunter? Das hat ein bisschen was zu tun mit dem Release-Muster, wie weit der Schaft nach vorne geneigt ist im Treffmoment. Aber es hat auch was damit zu tun, damit wie der Loft des Schlägers tatsächlich ist. Loft und Eintreffwinkel. Seht ihr das? Eintreffwinkel ist aufwärts und der Loft zeigt natürlich ein bisschen mehr hier. Und was ist ein guter Aufwärtswinkel? Am Eckschaufel gesagt, mich ist ungefähr 3 Grad bei den Damen, ist das sehr häufig zu sehen auf der Damentour. Ich sage nämlich deswegen Damen, weil ich gerne Herren Amateurgolfer gerne mit Damengolfer vergleiche. Ist ein bisschen blöd, aber sie haben eine ähnliche Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und zwar ungefähr 90 bis 95 Meilen pro Stunde. Und da hat sich bewährt, dass sich zwischen 3 bis 5 Grad aufwärts sehr gut ist. Bei Schlägerkopfgeschwindigkeiten ab 110 Meilen pro Stunde muss man nicht unbedingt aufwärts schlagen, weil man eh schon so lang ist. Aber ich glaube, so 3 Grad aufwärts bis maximal 5 Grad aufwärts ist okay. Alles, was drüber ist, ist eher schon brutal zu kriegen und meistens schon technisch sehr schwer zu schwingen. Also, ich würde sagen, zwischen um die 3 Grad seid ihr gut aufgehoben. Gell? Also, Eintreffwinkel und Loft. So, und dann entsteht hier so eine Schere hier, so eine kleine Schere hier, und das ist der sogenannte Spin-Loft. Also das ist der Eintreffwinkel und je größer diese Schere wird hier, desto mehr Spin erzeugt der Ball. Und je kleiner diese Schere wird, desto weniger Spin erzeugt der Ball. Der Ball wird tatsächlich irgendwo zwischen diesen zwei Stäben, also zwischen Dynamic Loft und Eintreffwinkel starten, aber eine Spur näher zum der dynamischen Loft, also ca. 90% sagt man. Also es wird dann, das ist ein guter Abflugwinkel. Ja. Wie kann man den Abflugwinkel bestimmen, ob der gut für einen ist? Da gibt es hier hinten, ich mache mal kurz eine kleine Wende den hier rüber, da sieht ihr dieses orange Ding hier hinten, das ist der Trackman, da jetzt hier, der Trackman. So, da ist er. Das ist ein Dopplerradargerät und der läuft mit einer Software, einer speziellen Software auf meinem iPad hier, und da kann ich hier genau ausrechnen, was optimal wäre oder optimal ist für jeden Einzelnen. Ja, ich werde das dann eh dann gleich demonstrieren. Also ich werde jetzt mal eine kleine Demonstration machen, was das bedeutet, Eintreffwinkel, was es bedeutet, was es mit Spin zu tun hat und was optimal wäre. Ich werde das Folgendes machen. Ich habe jetzt hier einen Regular Driver mit 13,5 Grad, 10,5 Grad plus 2 Grad Loft dazu, 13,5 Grad, und werde jetzt versuchen, eine Amateurgeschwindigkeit zu schwingen, so ungefähr um die 90 Meilen pro Stunde. Und ich werde zuerst einen Ball schlagen, den ich abwärts schlage. Ich werde ungefähr versuchen, 5, 6, 7 Grad abwärts zu schlagen.
Also. Das war eigentlich gut getroffen. Flach weg, wie zu erwarten. So, und ihr seht hier, ist der Trackman auch für Anfänger geeignet? Gute Frage, Michael Reiter, Dankeschön. Ist aber so, der Trackman ist ab dem Moment geeignet, wo jemand ein konstantes Muster erzeugen kann. Also jemand, der jetzt quasi einen Griff noch lernt oder den Ball überhaupt treffen lernt, arbeite ich noch nicht mit Trackman. Aber sobald jemand ein Muster hat, ist es ein Hammergerät. Gell? Verwende ich sehr, sehr gerne im Unterricht. Danke für die Frage. So, ihr seht das hier. Sieht man das? Ja. Also ich habe jetzt mit 90,5 Meilen geschlagen hier. Das ist also diese durchschnittliche Schlägerkopfgeschwindigkeit, die man erwarten kann bei einem Amateurgolfer, einem männlichen. Habe 7,4 Grad abwärts geschlagen und mein dynamischer Loft war nur 8,7, natürlich, weil ich habe abwärts geschlagen. Also der dynamische Loft war 8,7 Grad, der Attack Angle war 7,4 Grad abwärts. Das heißt, also ich demonstriere das nochmal ganz kurz. Der Attack Angle war abwärts 7,4 Grad, der dynamische Loft war ca. 8 Grad abwärts. Das heißt, der Ball, das ist der Spin Loft. Je größer die Schere ist, desto mehr Spin. Und der Ball heißt, wird irgendwo dazwischen hier starten, das heißt, er startet flach. War das der optimale Abflugwinkel? Wahrscheinlich nicht. Ich habe den Ball gekehrt geschlagen, obwohl ich ihn ganz gut getroffen habe. 145 Meter Carry ist. Also nicht sehr weit, mit Roll ca. auf 193 Meter, immerhin. Ja? So, und jetzt mache ich was anderes, jetzt werde ich versuchen, den Ball diesmal in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Und ich werde versuchen, eine ähnliche Schlägerkopfgeschwindigkeit zu schwingen. Wenn ich einen Ball in der Aufwärtsbewegung treffen möchte, habe ich den Ball etwas weiter links liegen. Und ich nehme mir das auch richtig vor, dass hier der tiefste Punkt ist und dass ich hier aufwärts treffe. Ja? Also, geht schon los. Auch ein kleiner Tipp, ich lege den Schläger nicht direkt zum Ball, sondern ein kleines Stück dahinter. Tue ich mir auch leichter. Ups, das war nicht optimal, aber schauen wir mal. Ja, der ist zum Beispiel interessant. Den habe ich zum Beispiel, der war langsamer geschwungen. Also deutlich langsamer und über 3 Meilen weniger. Und habe ihn jetzt noch nicht aufwärts getroffen, sondern erst bei 0. Also zuerst noch nicht in der Aufwärtsbewegung, sondern 0. Statt 7 Grad abwärts habe ich 0 getroffen und auf einmal sieht man hier Carry 184 Meter statt 145. Das heißt, allein durch diesen 7 Grad Unterschied habe ich bereits den Ball Carry fast um 40 Meter weiter geschlagen und die Gesamtlänge war 197 Meter, also ein klein wenig weiter. So, und jetzt versuche ich mal wirklich aufwärts zu treffen. Ja, also nicht wirklich aufwärts, aber ich habe es immerhin geschafft, mit 90 Meilen zu schwingen, dass wir mit dem vorigen Wert einen Vergleich haben. Und 0,4 aufwärts, 195 Meter Carry. Also es hat sich richtig was getan, da hier 223 Meter Gesamtlänge. Das heißt, um einiges länger, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, sind wir ungefähr um 25 Meter länger, wenn ich jetzt nicht oder nicht verrechnet habe. Okay? Also deswegen ganz wichtig, wenn Sie länger werden wollt, schaut bitte, ob ihr einen optimalen Eintreffwinkel habt, ob ihr den Ball aufwärts trefft und vor allem, ob der Treiber dazu passt. Das heißt, ob der Treiber richtig gefittert ist, dass der Loft passt, und da solltet ihr vielleicht zu jemandem gehen, der ein Doppler-Radar-Gerät hat, einen Trackman hat, und der kann mit der Spezialsoftware das machen. Dann reden wir weiter. Was ist wichtig für Länge? Das wohl Wichtigste für die Ballgeschwindigkeit. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt eben Abflugwinkel, haben wir besprochen, Eintreffwinkel, dynamische Loft. Die Ballgeschwindigkeit ergibt sich aus einerseits der Schlägerkopfgeschwindigkeit, also je schneller ich das schwinge, desto besser geht das. Und desto später kann der Ball potenziell fliegen. Das zweite ist, wo ich ihn treffe. Also wenn ich ihn zum Beispiel in der Mitte treffe, da ist ein sehr guter Punkt, ihn zu treffen, also versucht ihn hier zu treffen. Da habe ich letztens mal eine Session gehabt mit David Hopf, mit unserem Longhitter, der übrigens Vierter geworden ist in Arzenbruck bei der European Long Driving Tour Event. Nach unserer Session freut mich sehr für dich, David. Vierter Platz ist ganz toll. Und bei dem Video habt ihr gesehen, da haben wir hier mit einem Fußpuder die Schlagfläche eingesprüht
Und dann haben wir Nummern draufgegeben, 1, 2, 3, 4. Und wir haben versucht, dass er jede Nummer trifft, dass er einfach ein Gefühl bekommt, wo er den Ball trifft. Und dann natürlich haben wir versucht, dass er in der Mitte trifft. Und also wenn man in der Mitte trifft, geht es deutlich besser. Also wenn der Schläger gut gefittet ist, wenn die Schlägerkopfgeschwindigkeit passt, Eintreffwinkel passt und ihr trefft es in der Mitte, habt schon mal sicher ganz, ganz viel Länge gewonnen. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem spannenden Thema, wie bekommt man Schlägerkopfgeschwindigkeit? Ja? Also da gebe ich euch ein paar kleine Tipps dazu vielleicht und ein paar Ideen, beziehungsweise möchte ich euch das auch vielleicht dann kurz auch noch biomechanisch erklären anhand von meinen Daten, die ich von meinem AMM 6D-System habe. Der Hauptgrund, warum viele Amateure keine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit haben, ist einfach schlichtweg der, dass sie nicht versuchen, auf den Ball fest drauf zu hauen, so blöd wie es klingt. Ja. Die Angst ist dann immer die, dass man den Ball wegschlagen könnte, also aus der Richtung schlagen könnte. Dann fängt man an, dass man die Geschwindigkeit drosselt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also ich würde, wenn man wirklich Probleme hat, einen Ball, also den Schläger schnell zu schwingen und den wegschießen, dann sollte man sich das anschauen lassen, warum schießt man weg. Also oft sind es dann Off-Center-Hits, wo man einfach den Ball nicht in der Mitte trifft. Das ist der heiße Tipp für Slice oder Hook. Oder es ist einfach technisch was nicht optimal, wo man dann vielleicht zum Pro seines Vertrauens gehen sollte und mal schauen sollte, warum schießt man weg. Ja? Oft ist es auch eine offene Schlagfläche oder irgendwas im Schwung. Aber einfach schlichtweg versuchen, einmal fester drauf zu hauen, ist kein schlechter Tipp. Wenn man den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft, kann man die Spin-Schere, also den Spin-Loft, meint er damit, verbessern, wenn man einen Driver mit weniger Loft spielt, zum Beispiel mit 6 Grad. Natürlich kannst du das manuell, aber das Problem ist, wenn diese Schere zu klein wird und der Spin zu wenig wird, ja, dann kann der Ball nicht mehr in der Luft getragen werden. Das heißt, es kommt sehr auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit an. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Leute anschaust, wie den Joe Miller zum Beispiel, der längste Mann der Welt beim Longdriven, ich glaube, er ist der längste, ich hoffe, ich tue niemandem anderen Unrecht, der hat, glaube ich, einen Spin ungefähr um knapp 1000 RPM, wie das heißt. Ein Amateurgolfer, der mit 94 Meilen springt, wird wahrscheinlich eher um die 3.500 brauchen, damit der Ball in der Luft bleibt. Also das heißt nicht automatisch weniger Loft ist bessere Spinloft, ist besser mehr Länge. Das heißt nur, du musst das optimieren und deswegen gibt es die Dopplerradar und die helfen dir eben den richtigen Loft für dich zu finden. Okay, Frage beantwortet hoffentlich. Wie kann ich den Smash-Faktor erhöhen, verbessern? Danke für die Frage, Thomas. Also der Smash-Faktor von Trackman, beziehungsweise bei den Dopplerradargeräten, ist ja nichts anderes als die Formel Ballgeschwindigkeit dividiert durch Schlierkopfgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 150 Meilen pro Stunde Ballgeschwindigkeit und ich dividiere das durch meine, sagen wir zum Beispiel 100 Meilen pro Stunde Schlägerkopfgeschwindigkeit, 150 durch 100, dann kommt der Smash-Faktor von 1,50 raus. Okay? Und das ist so ziemlich das Limit, was man sagt, ist, was bei einem Driver möglich ist. So, wenn man den Smash-Faktor verbessern will, muss man den Ballabfluggeschwindigkeit im Verhältnis zum der Schlägerkopfgeschwindigkeit steigern. Und das ist ja natürlich dann sehr wichtig, dass du dann eben den Ball eben wieder in der Mitte triffst, weil da wirst du die meiste Energie, die meiste Geschwindigkeit wieder mitnehmen können. Dass du den optimalen Spin hast, natürlich je weniger Spin, desto besser für die Ballgeschwindigkeit, aber wie gesagt, ich habe auch vorher gerade den Manuel erklärt, es gibt auch zu wenig Spin, dass der Ball gar nicht in die Luft getragen wird, also deswegen, je weniger Spin, desto besser, so ist es auch nicht, ja. Also Spin und Mittigkeit. Wenn du die zwei verbesserst, und natürlich auch Materialbeschaffenheit kann auch ein Thema sein. Ja? Also ich weiß zum Beispiel vom David, dass er der gewisse Schlägerköpfe hat, die heißer waren als andere Schlägerköpfe. Also wenn wir da die Long Driving trainieren. Also es gibt wirklich Material auch Unterschiede. Und oft sind es nicht die Treiber, die von der Werbung als die besten angepriesen werden. Manchmal sind es komplette No-Name-Schläger, die am besten gehen. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen Glück haben, dass man den Schläger erwischt mit dem perfekten Smash-Faktor, aber im Prinzip Smash-Faktor verbessern, brauchst du mehr Ballgeschwindigkeit und da ist deine Mittigkeit mein heißer Tipp. Kurze Übung vielleicht zwischendurch für mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Es war ja zum Beispiel in den letzten Jahren sehr modern, dass man begonnen hat, die linke Ferse, man sieht meine linke Ferse leider nicht gerade, glaube ich im Bildschirm, aber die linke Ferse, dass die im Aufschwung am Boden bleibt. Ja? Das heißt, man versucht aufzuschwingen und die linke Ferse bleibt am Boden. Was dann passiert ist, dass viele Amateurgolfer oder überhaupt Golfer, die nicht sehr athletisch, nicht sehr
mobil sind, das Problem bekommen haben, dass sie nicht genug Beckengeschwindigkeit erzeugen konnten im Schwung oder überhaupt Geschwindigkeit erzeugen konnten. Und das hat dann halt zu allen möglichen Problemen geführt. Wieder modern geworden ist es, und ich bin auch ein Fan davon, dass man einfach versucht, mal, wenn man drauf schlagt, dass man erst versucht, hier viel weiter zu bekommen am Anfang. Viel weiter, versucht, dass das Becken, der Körper hoch bleibt am Start hier. Sehr schnell zurückschwingt und dass man ruhig hier mal die linke Ferse erlaubt, hochgehen zu lassen. Okay? Ich weiß, das sieht man, glaube ich, am Bildschirm nicht, aber ich glaube, meine linke Ferse geht jetzt gerade hoch und ich kriege jetzt einfach ein bisschen eine bessere Drehung. Was ich auch zum Beispiel versuche, ist, ich versuche zum Beispiel mein Becken und meinen Oberkörper mit derselben Rate zu drehen. Also nicht diesen sogenannten X-Faktor-Stretch, wie man es früher gelernt hat, dass man versucht, nur hier oben zu machen, unten nichts. Also ich mache hier schon, vielleicht am Anfang ein bisschen was, aber dann gehe ich ein bisschen gemeinsam mit, dass ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum kriege. Auch habe ich kein Problem damit, wenn der Schläger überschwingt. Das heißt, wenn ihr das alles gut kombiniert, hier mehr Weite, Becken bleibt hoch, linke Ferse geht runter, auf einmal kriege ich mehr Aufschwungen. Und auf einmal kann ich mehr Gas geben. Okay? Und eine gute Übung ist, dass man hergeht und sagt, okay, man fängt mit seinem normalen Schwung an, schwingt einfach weiter, schwingt einfach ein bisschen schneller, dann noch schneller und dann am schnellsten. Und dann geht man her und schlägt am Ball mit diesem Gefühl und schaut, dass man eben sich steigert. Wie ist das bei der Ansprechposition? Ist es besser, dass die linke Hüfte höher ist als die rechte? Gerade oder die linke Hüfte tiefer als die rechte? Macht das was aus? Okay, danke Otto für deine Frage. Der Otto hat gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob die Hüfte links ein bisschen höher ist, ist jetzt die linke Hüfte höher als die rechte, gerade oder sogar rechts höher ist. Ich sage mal so, das ist die Beckenseitbeugung und du wirst sehen bei guten Golfern, dass im Treffmoment das Becken links ist, das Becken im Treffmoment, ja, das linke Becken viel höher ist als das rechte und dass der Körper nach hinten hängt. Durch das kriegen sie ja diese Aufschwung. Diese Bewegung, dass sie den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Schlecht ist, wenn man so daherkommt. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn man zu viel davon schon im Setup hat. Das heißt, dass man sich einfach hinstellt und so hinstellt. Das ist nicht gut, weil man bekommt keinen gescheiten Rückschwung. Du wirst im Rückschwung ein bisschen Streckung kriegen. Du wirst, dass der Kopf ungefähr auf derselben Stelle bleibt, dass die linke Schulter runtergeht, dass du dich streckst. Und wenn du jetzt hier zu stark so bist, dann bleibst du eher in einer Beugung, in Flexion. Und du kriegst dann viel zu komplizierten und dynamischen Schwung. Also im Prinzip muss man es individuell anschauen, aber ich empfehle, dass das Becken leicht höher ist beim Driver, aber nicht viel oder neutral bin ich auch okay. Wobei aufpassen bitte, wenn das Becken links höher ist, heißt nicht, dass es dann einfach nur so hoch zieht, sondern ihr bewegt das ganze Becken seitlich nach links, wie wenn ich da auf der Hosentasche da einen Faden hätte und ich schiebe einfach nur 2 cm nach links und passe meinen Oberkörper an, dann habe ich diese optimale Neigung hier. Übrigens bin ich auch der Meinung, dass das Becken im Übergang links tiefer wird, ganz kurz, links tiefer wird. Ich finde es ganz schlecht, wenn es gleich am Anfang im Übergang rechts zugeht. Das wird etwas leid, das ist keine gute Bewegung, das kenne ich von mir selber, weil ich leider das auch mache, aber ich mag es ganz gern, dass das Becken hier ein bisschen links tiefer wird, im Übergang und dann erst verkippt. Und zwar, ich habe da eine Weste, eine 3D-Weste. Ein paar von euch, die da vielleicht zuschauen, kennen sie bereits. Da wird man mit Sensoren verkabelt und es wird ein Magnetfeld um einen kreiert. Und dieses Magnetfeld kann zusammen mit der Software dann sagen, wo die Sensoren sich im Raum befinden. Das heißt, ich kann messen zum Beispiel, ob ein Sensor dreht, seitbeugt, beugt, streckt, aber auch vor, zurück, links, rechts und rauf, runter geht. Das heißt, das sind diese 6 Freiheitsgrade, die 6 Degrees of Freedom. Die kann ich messen mit dem IM6D Walkabout System. Da habe ich 3 Sensoren, einen hinten zwischen die Schulterblätter, einen beim Sacrum, also hinten unten bei den Lendenwirbeln und einen am Schläger. Und da kriegt man ein Computermodell. Und da kann man dann eben sehen, ob der Schwung des Spielers effizient ist oder nicht. Und man kann diese kinematische Segments, also nicht die Ablauf der Bewegung messen und ob die effizient ist. Ich setze jetzt die Bildschirm von meinem Computer und da ist die Software. Und da habe ich jetzt hier einen Schwung
hier, ja, ich sehe zumindest hier ist ein 3D-Männchen, das ist der Georg Schultes, man glaubt es nicht. Danke Georg, dass du mir deine Daten jetzt zur Verfügung stellst. So, der Georg ist ja bekannt dafür, dass er den Ball unendlich weit schlägt und Schlägerkopfgeschwindigkeiten von bis zu 125 Meilen pro Stunde erreicht und das auch noch gerade meistens. Und ich möchte ganz kurz, nur ganz prinzipiell mit euch sprechen, was eine kinematische Sequenz ist, wenn ihr das noch nicht kennt. So, und das ist dieses Gebilde hier. Hier alles, diese rote Linie bedeutet, das ist der Beckensensor. Die grüne Linie ist der Oberkörpersensor. Die blaue Linie ist eine errechnete Linie, was die Hände demonstrieren soll. Und die goldene Linie ist der Schlägerkopf. Das heißt, die haben wir alle hier in der Software. Und das, was ihr seht, ist die sogenannte kinematische Sequenz vom lieben Georg. Und wer sich da ein bisschen auskennt, wird auch sehen, dass diese hier sehr effizient ist. Wir haben hier alles, was auf der Seite hier ist. Hier, das ist alles Aufschwung. Okay, das schauen wir jetzt nicht so an. Und das alles hier ist Durchschwung. Und das ist der Impact hier. Und das ist der Top of Backswing. Top of Backswing wird definiert, dass das der Punkt ist, wo der Schläger quasi seinen letzten Punkt erreicht hat und dass er umkehrt bereits. So, und man sieht beim Georg hier zum Beispiel, er beschleunigt hier, das Becken beschleunigt und dann auf einmal ungefähr in der Mitte des Abschwungs wird es ein bisschen langsamer. Die Energie wird weitergegeben an den Oberkörper und dann wird auf einmal langsamer. Das heißt, das ist hier die steilste Stelle hier, dann die steilste Stelle hier. Und dann wird die Energie auf die Hände weitergegeben. Und es ist hier die höchste Stelle. Das heißt, es geht Peak, Peak, Peak. Und jetzt auf einmal am Schluss der Schläger. Das heißt, die Energie wird immer von einem Segment ans andere weitergegeben. Und das Witzige ist, die Segmente, wenn man es misst, ist nicht so, dass alle Segmente die ganze Zeit gleich schnell beschleunigen oder immer mehr beschleunigen, sondern wie ihr seht, beschleunigt das Becken rauf und wird dann langsamer, dann kommt der Oberkörper und wird langsamer. Eigentlich ist es so, dass der Oberkörper, durch das, dass der Oberkörper über den Unterkörper beschleunigt, wird eigentlich der Unterkörper gebremst. Also es ist kein bewusstes Bremsen, wenn ihr es so haben wollt. Ja? Und auch der Oberkörper bremst nicht bewusst, sondern das ist deswegen, weil die Arme jetzt beschleunigen. Also das heißt, es wird immer ein Segment nach dem anderen rausgeschickt. Und da sieht man zum Beispiel beim Georg, bei dem Schlag, das war übrigens ein 5-Eisen, glaube ich, und kein Treiber, aber beim Treiber schaut es beim Georg sehr ähnlich aus. Da seht ihr, dass der piekt hier ganz kurz vom Impact. Das heißt, er hat nicht die Optimalenergie auf den Ball gebracht, ist sogar wieder langsam geworden. Und das ist jetzt sehr, sehr erschreckend, weil wenn man denkt, der Georg würde die Energie auch noch auf den Punkt bekommen im Impact, dann wäre er nur länger. Wir wünschen es ihm. Okay? Aber das ist zum Beispiel eine ziemlich gute kinematische Sequenz von einem Top-Spieler. Und wie gesagt, das kann man messen. Das ist die sogenannte Effizienz, kann man messen. Und man kann dann zum Beispiel sehen, aha, wenn da irgendwas durcheinander ist, aha, der hat ein Problem dort und dort. Und dann weiß ich zum Beispiel, ob ich eher beim Becken ansetzen muss oder beim Oberkörper ansetzen muss oder bei den Händen ansetzen muss. Und wenn ich zum Beispiel sehe, das mit dem Becken funktioniert überhaupt nicht, dann kann ich mir zum Beispiel den Graphen da kleiner machen. Und da kann ich mir hier zum Beispiel die Beckenpositionen nochmal anschauen, wie steht sein Becken da und wie sind seine Sways und seine, ob geht er hoch, tief und was ich was. Und dann kann ich eben sagen, da hat sie in dem Becken ein kleines Problem eingeschleust. Zum Beispiel beim Georg, wenn mir was nicht gefällt bei seinem Becken, ist es, dass es sehr früh, da steht Perry Sway, sehr früh im Aufschwung schon sehr früh nach links geht. Das weiß er auch, der liebe Georg arbeitet auch immer wieder dran. Aber zum Beispiel, das wäre etwas, wo ich dann mit Töne arbeiten kann, mit Biofeedback. Ich kann zum Beispiel einstellen, ich darf mit dem Becken nicht nach links gehen und sobald er mit dem Becken nach links geht, kommt ein Ton. Und der Ton warnt ihn quasi davor, ermahnt ihn, dass er das nicht machen soll. Und ja, und so kann ich dann eben mit diesem Gerät super messen und super Übungen kreieren. Und vor allem, was ich auch ganz gern mache, ist, dass ich schaue, ob sich mit einer Übung, die ich jemandem gebe, überhaupt was verändert oder etwas positiv verändert. Und erst wenn ich gemessen habe, das ist gut für ihn, dann sage ich, trainiere es. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn man es A nicht verändert und B, es bringt nichts, dann soll man besser das nicht üben. Es bringt, man sollte also schon am richtigen arbeiten. Und da hier mit dem System tue ich mir halt sehr, sehr leicht alles genau betrachte und mir kann quasi nichts entgehen. Und außen das Schöne ist, was mir so gefällt ist, man schaut immer so schön schlank aus mit diesem Roboter hier. Weil der bei jedem schaut er gleich aus.
Und da bin ich auch, das schaut genauso aus. Das ist der Georg. Boom. Okay, danke Georg, liebe Grüße nach München. Der Thomas stellt noch eine Frage. Wie soll denn das Impact beim Driver sein? Hände überholen oder vorm Ball? Was ich euch aus meinen 3D-Daten sagen kann, ist definitiv so, dass gute Driver dem Schaft im, sieht man mich, den Schaft hier, wenn das 0 ist, im Treffmoment ca. 20 Grad nach vorne geneigt haben. Das heißt, auch die Hände werden links sein. Sie werden links sein. Oft bekommt ihr aber nicht das Bild, weil der Körper sehr stark nach rechts verkippt ist und man schaut dann vielleicht dynamisch dann so aus, dass es eben nicht so ausschaut, aber der Schaft ist nach vorne geneigt. Das heißt, eure Idee sollte schon sein, dass die Hände vorm Schlägerkopf sind. Ich mache das jetzt mal ganz extrem einmal ganz kurz hier. Hier, so dass die Hände vorm Schlägerkopf sind hier. Und in der letzten Minute hier wird es dann hier dieser Gap, das hier wieder geschlossen. Okay, also es ist hier vorne und dann zu. Aber im Treffmoment wird tatsächlich noch etwas Vorwärtsneigung des Schaftes übrig bleiben. Ja? Wobei ihr vielleicht wahrscheinlich einen Klick später, wenn ihr es am Video anschaut, dann ist es auf einmal komplett null. Also es ist im Prozess, des Verlustes. Also es geht quasi hier so und so. Ja? Also so und so und so. Ja? Also es geht dann sehr schnell weg. Das heißt, die rechte Hand bleibt auch nicht immer so, sondern sie geht ein bisschen hier nach und die linke Hand bleibt nicht immer so, sondern die geht auch am Schluss ein bisschen nach. Aber Fakt ist, dass die beiden Hände, also die linke Hand, im Treffmoment bei den meisten guten Golfer etwas Flexion hat, also etwas Beugung hier hat es noch. Wobei, da gibt es natürlich viele Release-Arten, die wieder ein eigenes Kapitel werden wieder, aber in einem guten, effizienten Release möchtest du eigentlich schon haben, also meiner Meinung ist es zumindest, ich lasse mich natürlich auch gerne von Kollegen von mir belehren, die anderer Meinung sind, aber das ist meine Meinung. Ich möchte, dass die Hände möglichst eine Position haben, die ungefähr so ausschaut. Hier ein bisschen was nachgeben am Schluss. Ich möchte nicht irgendwie haben, dass das so ausschaut. Also das ist für mich das schlimmste Release, den es gibt im Golf. Und leider viel zu viele Jahre wurde dieser unterrichtet. Und viel zu Over and out, Basel Christoph, Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Bitte liked, bitte teilt und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.